Kleine daran, oder? Oh, so richtig, noch mir so richtig in den Sessel gepresst. Und wieder runter auf die Ebene, genau. Dann fahren wir jetzt hier zurück, fahren hier einmal außen um das Ding rum. Machen hier schon ein bisschen so ein Cranker. Ja, genau, pass auf, das wird ganz... Das wird so eine mittelerregende Bahn. Das passt ja auch. Das passt eigentlich ziemlich gut. Da kann ich da jetzt noch... Nee, ich muss da jetzt zurück, das wäre Ausgang. Das wäre Ausgang, das ist nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Machen wir das nochmal so. Ich kann ja leider keine Kurve bauen. Oben. Oder ich mach hier so. Nehmen wir mal ein bisschen die Energie raus. So, genau. Nein, da kann ich ja nichts drüber bauen. Scheiße. So. Jetzt haben wir's. Klar. Wie sonst, ne? Und runter. Runter damit. Yep. Ja, da könnte man so und dann gerade. Eieieiei. Dann, ja, ich muss ja dann auch noch zurückkommen. Ich werde dann auf derselben hier wieder zurückbauen. Und dann fährt die hier unten durch zurück. So war jetzt der Plan. So. Schön hier um die scharfe Kurve. Bam, das so richtig in den Sitz. So wilde Maus fahren ist natürlich auch immer richtig... übel irgendwie. Hopp. Schafft er das denn? Ja, wird interessant. Muss man mal testen, ob er das schafft. Ich hoffe ja. Ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich unsicher gerade, ob er das hinkriegt. Dass er da runterkommt wieder. Verstehe ich. Jetzt machen wir mal was anderes. Das habe ich nämlich noch nie gemacht mit der wilden Maus. Wir machen mal so. So einen richtig schönen hohen Drop, ne? Und dann baue ich da unten nach dem Drop. Baue ich nämlich... Da kommt ja gar keine zurück. Was ist los hier? Da kommt die erste, ja. Nur geht so von der Geschwindigkeit her. Dafür habe ich ja die Maschine, dass sie sie zieht. Und? Ja, Ast rein. Okay, und da ist der gezogen. Sehr, sehr gut. Und dann kommen jetzt da unten Bremsen hin. Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen heftig. Du kommst von da oben darunter. Ach, ich kann keine Bremsen bauen. Ach was. Ja, dann halt ungebremst. Dann rasen wir halt hier ungebremst weiter. Boah, das wird heftig. Die Kurve hier hinten. Das wird, glaube ich, richtig übel. Die mache ich nach oben. Da muss ich ein bisschen Speed abfedern. Das wird sonst nichts. Das rast ja der Zug da hinten ins Bürogebäude. Das möchte ich ja nun nicht. Oder vielleicht doch? Nein. Ich glaube eher nicht. Ein Zug im Bürogebäude ist, glaube ich, nicht das, was man so... Ja, aber geht ja, oder? Wirkt jetzt auf mich nicht so, als würde es gleich den Nahtod bringen. Okay, so nochmal schön hier rauf. Zwei Etagen, das ist easy. Genau, und schön noch eine Hardcore-Kurve am Schluss. Richtig gut gemacht, Packy. Standing Ovations vom Publikum. Die Menge grölt. Und jetzt fahren wir auch gleich mal damit und gucken uns das mal an. Immer interessant, Achterbahn selber mitfahren. Ob sie denn auch wirkt. Oh, legt sich schon erst rein in die Kurve. Nope. Vielleicht die Minencards hier nicht so sonderlich gut getroffen. Da muss man vielleicht schauen, ob was anderes haben. Oh, ihr habt das gemerkt, wie die Kurve wehtut. Da drückt sie euch richtig in die Seite. Die ganzen Gedärme in eine Ecke gepresst. Und ab geht's. Ah, das ist, glaube ich, schon ein bisschen heftig. Da bin ich gespannt auf die Statistik. Sehr hoch. Übelkeitswertung mittel. Das ist eigentlich ziemlich gut. Gut. Machen wir... Oh nein, machen wir nicht auf. Ich hätte ja gerne noch andere Wagentypen. Was haben wir da? Raketen. Ja, dann nehmen wir doch die Raketen... Nehmen wir auf jeden Fall die Raketen und dann
Machen wir das mal hier so ein bisschen stylisch türkis oder so und den auch so weißlich. Damit das hier so ein bisschen reinpasst, ne? Damit wir ein bisschen modisch trendy Andy hier unterwegs sind. Der Zug ist allerdings urhässlich. Der sieht, ach so, das ist ein Wolf. Ich dachte schon gerade, das sah irgendwie aus wie so eine Wurst. Aber naja. Es war keine Wurst. Wieso ist denn das so braun? Wieso kann ich das nicht? Ah, machen wir mal ganz viele Berge. Was, 5 ist Maximum? Ah ja, okay. Gut, dann lassen wir die... Ach, Rattenbergen! Nicht Raketenbergen. Das sind Schwanz. Deswegen. Das sind Ratten. WTF. Was, der VIP beschwert sich. Er könne hier nicht zum nächsten Punkt auf seiner Route gelangen. Da muss ich ihn doch dann mal fragen, was er sich für eine bescheuerte Route ausgedacht hat. Was ist das für ein Wort, Route? Route heißt doch der Schwanz vom Hund, oder? Jetzt habe ich schon zweimal Schwanz gesagt, oder? Ah, ist egal, die Kids feiern das. Also, gut. Der VIP kommt nicht durch. Wo ist er denn, der VIP? Ja, und wo möchtest du hin? Zum Aquinarium. Ah, wieso kommst du da nicht ran? Kettenkarussell 1. Ja, da muss er halt außen rumlaufen. Das soll jetzt ja nicht das Problem sein. Ich denke, wir bauen dann trotzdem mal noch einen Weg. Machen wir mal Pause. Machen wir mal Pause, weil die raffen das wohl nicht, dass man da nicht durch darf. Oder kann, vielmehr. Nee, oder darf. Darf ist schon ziemlich zutreffend. Jetzt versuchen wir mal eins. Ist, glaube ich, keine so geile Idee, weil du hast dann hier die ganzen Leute, die da laufen müssen. Aber wie will man das sonst machen, dass man hier einigermaßen gut durchkommt von der einen Seite auf die andere Seite, ohne irgendwie groß Umwege zu machen? Wir tryen das einfach mal. Okay, Leute, seid ihr dabei? Ich hoffe, ihr seid dabei und ihr wünscht mir Glück, dass das alles hier gut geht, was ich hier mache. Das ist nämlich alles nur improvisiert, wie alles, was ich tue. Das habt ihr ja mittlerweile schon, glaube ich, mitgekriegt. Bei Packy ist alles mehr so improvisiert. Das ist immer so, ne? Aber das schätzt man ja auch so an mir, dass ich immer so gut vorbereitet bin. Und man bei mir merkt, ah, da hat er sich vorher Gedanken gemacht. Das wird gar nicht so, als würde es aus dem Bauch rauskommen. Weil meistens sind die Sachen mir eklig, die aus dem Bauch rauskommen. Ne? Oder Kacke. Verstehen Sie? Eklig oder Kacke? Ja, ist egal, weil auch aus dem Bauch. Ja gut, außerdem, naja, egal. Reden wir nicht darüber. Gut, ich habe es geschafft, mein Mikrofon zu treten. Ich lasse das mal hier so weiter und dann schauen wir mal, wie es läuft, ne, mit meinen Herausforderungen hier. Ja, ja, ja. So Leute, es hat sich ein bisschen was getan, zwar nicht so viel, aber ein bisschen schon. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Leute drin. Ich habe mein Level 1 auch schon geschafft. Baue hier gerade an der zweiten total abgefahrenen Wasserroche. Die muss ich auch wieder im Wert von 3, irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Werf den Rutsche. Aqua Blaster nehme ich normalerweise gern. Die ist für sowas immer ganz geil. Müssen wir mal schauen, ob ich hier wieder den Aqua Blaster nehmen soll. Ich glaube ja. In dem Fall haut man da immer einen schönen Beschleuniger rein. Das funktioniert immer ganz gut. So, lässt man den Tunnel weg. Beschleunigt mal eben auf so 108 km/h, würde ich sagen. Und dann geben wir mal hier ordentlich Gas. Das ist dann nämlich schon ganz nice. Das ist richtig, also richtig Speed. Da kann man nochmal ein Foto machen. Da kommt noch ein bisschen Geld in die Kasse. Und dann müssen wir mal schauen, was machen wir denn? Können wir sie einmal hier rumdrehen lassen? Weil das Wichtige ist, ich brauche irgendwo eine Phase, wo... Ich habe hier übrigens noch ein Becken hingebaut da oben. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Da konnte ich dann da hochklettern. Aber falls sie mal alleine sein wollen und mehr so... Ah, da oben ist noch ein Becken. Da ist nicht viel los. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwann im Schwimmbad seid und so? Und ihr findet so ein Becken, wo sonst niemand ist. Und das ist total geil, weil dann hat man ein Becken für sich. Das ist sehr... Besonders die Pärchen unter euch werden das natürlich zu schätzen wissen. Oder die, ne, ihr wisst schon, in einem, na, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Aber sowas macht man ja im Schwimmbad nicht. Also doch, also schon halt, man muss es ja nicht, ne, also man muss es ja nicht übertreiben. Also, Leute, zurück zum Thema Wasserbahn. Ja, hier jetzt ein bisschen für die Erregung was tun. Und das, verstehen Sie, Erregung? Ja, müssen wir mal gucken, wie das hier so wird. Ich baue mal ein bisschen zu viel und zu krass, habe ich das Gefühl. So. Und dann nochmal eine fette Steigung. Und dann, warum geht das nicht? Warum geht es nicht? Naja, so geht das. Ah, ich habe kein Geld. Oh, Kotz. Kotzbrech. Und davon läuft das Wasser raus. Das ist aber auch schon eine ziemlich lange Wasserrutsche, oder? Vielleicht den bis hier und dann schieße ich den hier wieder zurück. Dann wird das gar nicht so schlimm, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob der da die Erregungsrate auch hinkriegt. Wow. Oh, wow. What the hell? Aber ist ganz cool, so eine im Boden versenkte Wasserrutsche, oder? Hat doch auch irgendwas. Nee, da jetzt nicht so. Nee, das auch noch nicht. So, like this, genau. Und dann kann ich ihn da vorne rausschießen lassen. Müssen wir mal gucken, wie viel Speed die noch drauf hat. Okay, also die piesen hier auf jeden Fall gut rein. Müssen wir mal gucken. Da vorne, wenn ich das so baue. Und dann hier so ein Endteil. Wo die dann gegenfliegen. Das probieren wir mal gleich. Fahren wir mal damit, mit dem Spaß hier. Also eine Wasserrutsche, mit die auf 108 beschleunigt, ist natürlich schon ein bisschen geil. Und los. Und los, habe ich gesagt. Wow. 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 Und rein ins Wasser. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem der Flug am Schluss, den finde ich immer total nice. Schön hier noch über die Gäste. Und 5, ja, Wollingen. Also das Ziel hätten wir schon mal geschafft. Die mache ich auf grün. Dann sind wir schon mal bei der zweiten Wasserrutsche. Das Darlehen zurückzahlen, das ist nur eine Frage der Zeit. Da müssen wir gleich mal dran machen. Und dann, wie viel sind es denn überhaupt? Muss ich mal gucken. 5000, ja, da stellen wir ein bisschen die Zeit vor. Und dann haben wir das auch schon gleich. Was hält man dann noch? Die Tycoon. Bahnregungen 5, 2 Bahnen. Da sind wir jetzt mit der. Die hat auf jeden Fall, die zählt auch als Bahn 5. Und die andere hat auch 5. Das ist richtig geil. Dann brauche ich nämlich nur noch eine Achterbahn bauen. Was hat die denn hier drüben? Ach, die habt ihr auch noch nicht gesehen. Die müssen wir auch mal gleich fahren. Die hat auch 5. Also dann hätte ich den Level auch schon geschafft. Jetzt warten wir mal gleich. Und dann können wir auch schnell mit einsteigen, oder? Upp. Was war das? What the hell? Geht auf jeden Fall voll ab. Ich habe diesen komischen Wasserpalast da gelöscht, übrigens da in der Mitte. Der hat nur Fehler verursacht und hat kein Geld gebracht. Also es war eigentlich nur destruktiv. Oh Gott, liegt da viel Kotze rum. Das ist ja ekelerregend. Moment. Moment, Moment, Moment. Guter Mann, Herr Reinigungskraft, Inspektor. Bitte, bitte tun Sie was für Ihr Geld. Das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier passiert. Oh, er ist schlecht gelaunt. Immer schön sich um die Mitarbeiter kümmern, das ist immer ganz wichtig. Na, bist du traurig? Na, brauchst du mehr Geld? Hier, kriegst du mehr Geld, du Penner. Na, bist du immer noch traurig? Na, kriegst du eine schnieke neue Uniform da, ne? Ist doch schön. Oder rot ist doch gut, oder? Ne, magst du so dunkel? Dunkelblau oder lieber weiß? Kriegst du eine schöne weiße Uniform, wo man den ganzen Schmierdreck sieht? Dann schicke ich ihn mal auf Schulung. Also mal eine Woche in Hamburg oder so und dann geht's ihm wieder besser. Naja, wisst schon. Was in Hamburg passiert, bleibt auch in Hamburg. Aber ich will Müll, ey. Was ist denn los? Ich habe doch hier einen Putzmann eingestellt. Warum putzt er nicht? Aber zu viel, zu wenig Toiletten, glaube ich. Ja. Muss man mal ein paar Toiletten hinbauen. Und ich habe gar keinen Geldautomaten hier. Muss man mal einen Geldautomaten hinbauen? Und ich habe das noch nicht und dies noch nicht und das noch nicht. Oh, Schirme. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier Schirme möchte. Schön hier mal Geld verlangen. Immer für die Toiletten Geld verlangen. Das ist ganz wichtig. Und dann werden wir mal gucken, dass das hier ordentlich läuft. Ich hoffe, dass meine Bilanz positiv ist, aber warum soll die nicht positiv sein? Was sagen wir denn hier zu? Stimmt der Preis? Dann kann ich sie nochmal ein bisschen teurer noch machen. Also solange sie sagen, da stimmt der Preis,
kannst du eigentlich noch ein bisschen was drauf buttern. Was denn hiermit? Na gut, da stehen sie schon an. Oh. Da, bei dir. Stimmt der Preis. Kann ich auch ein bisschen teurer machen. Und immer so 4,20. Und hier im Schwimmbecken. Ist bemerkenswert wenig los eigentlich im Schwimmbecken. In die großen Achterbahnen mache ich immer so 6,20 als Preis. Aber das habt ihr ja auch schon mitgekriegt. Gut. Mal schauen, was die Bilanz sagt, ob ich hier positiv rauskomme oder ob ich einen Fail gemacht habe. Die letzten Bilanzen waren auch alle positiv, aber nicht so viel. Habe ich aber natürlich auch noch gut gebaut. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Und dann kann ich das Salin mal zurückzahlen, dann schaffen wir auch schon den Tycoon-Level, den fortgeschrittenen Level und dann eigentlich wahrscheinlich auch den nächsten, wenn die hier denn auch ordentlich fahren. Wieso fahren die? Die laufen hier immer so total verkorkst in der Gegend rum. Die haben die Schwierigkeiten, die Bahn zu verlassen. Wieso denn das? Die brauchen doch da einfach nur rauslaufen. Hä, was ist denn da los? Und dann können die hier zurücklaufen, wenn sie wollen, können da entlang laufen und dann hier rausgehen. So einfach wär's. Stellt euch doch nicht so blöd an hier, Bastis, ey. Dann laufen ganz schön viele. Ich könnte eigentlich hier auch mal ein bisschen so Mülleimer und Bänke hinbauen. Aber naja, YOLO. Wer braucht das schon? Ja, jetzt so ein Chaos. Ja, ich könnte dann auch mal nochmal... Oh, da wurde ein Foto von mir gemacht auf der Aquarutsche. Das ist geil. Den kann ich mir dann angucken, das Bild von meinem Charakter, ne? Das ist ja nice. Da kommt Spaß auf. So, jetzt haben wir das mal zurück. Da gehen wir in der Forschung, weil die Forschung brauche ich eh nicht mehr. Da ist egal, spare ich mir lieber die 60 Euro. Na, können wir noch einen runternehmen, Nana? So, zwei. Warten wir auf den nächsten Tausender, dann können wir das auch machen. Bilanz sah jetzt ganz gut aus. Man könnte zwar noch besser gehen, aber ich habe auch eigentlich kaum Attraktionen. Ich habe nur das. Ich habe die kleine Bahn, die Bahn. Also gibt es hier auch nicht. Also was erwarte ich schon? Da müsste ich natürlich schon einen richtig fetten Park aufbauen, aber das ist jetzt hier auch nicht der Park, bei dem ich sagen würde, yay, da steppt der Bär. Ich werde mal, glaube ich, hier... Weiß nicht, fahren die überhaupt mit der Bahn? Wieso ist die denn auf Rot? Bin ich bescheuert? Deswegen passiert da nichts, weil die Bahn hier auf Rot ist. Ich glaub's ja nicht. Deswegen kommt da keiner an mit der Scheißbahn. Meine Güte, und ich dachte mir so, was ist denn hier los? Wieso fährt die denn nicht? Jetzt. Da strömen auch die Leute schon hin. Begeisterung pur. Spaß für die ganze Familie. Groß und klein sind dabei. Na, ein ziemlich hässlicher Park, den ich hier gebaut habe, oder? Aber effektiv. Es geht ja primär darum, das Missionsziel zu schaffen. Einen schönen Park baue ich dann im freien Spiel nebenbei. Den kann ich euch dann auch mal zeigen. Jetzt wollen wir mal schauen hier. Komm schon, den Tausender, da muss noch drin sein jetzt hier. Jetzt regnet es, da gehen die Einnahmen wahrscheinlich wieder runter. Aber scheißegal, die Typen sind hart. Die fahren auch Achterbahn mit Regen im Gesicht. Sehr gut. Ich wurde mit einer kleinen Geldmenge belohnt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sagt das Tycoon-Level? Der Verkehrswert. Was sind das? 120.000? Nein, 12.000. 12.000. Und was habe ich jetzt? Ein Verkehrswert von 10.000. Somit ist das auch nur noch eine Frage der Zeit. Und wir beenden es hier als Tycoon mit diesem Park. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Feedback wie immer unten rein, wenn ihr Anregungen habt oder einen eigenen Charakter wollt oder so. Sagt einfach Bescheid. Bis zum nächsten Mal und im nächsten Video Rollercoaster Tycoon oder was auch immer es sein wird. Bis dann, danke und tschüss.